Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dead by Daylight. Wieder zu viert als Überlebende und mein Spiel spinnt hier gerade schon wieder ein bisschen rum. Und wir haben mal wieder mit dem Geist zu tun. Bei mir ist der Gamer-Neighbor, der Sebastian. Grüße! Dann haben wir noch den Wödern. Hallihallo. Und Olli darf natürlich auch nicht fehlen. Servus, bin auch wieder am Start natürlich. Und ich habe gegen einen unbekannten Killer. Ich hab hast die, du glaube ich schon gesagt? Ja genau. Ich habe wieder die Geisterglocke gehört. Also. Ach so. Okay. Oh fuck, Alter. Ja. Ja, ich höre die auch ganz deutlich. Ja, die schöne Map von vorhin. Ja, gleiche Map, gleiche ja. Killer, ne? Mal schauen, vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Oh, weil letztes Mal. Oh. Oh. Ja, sorry, ich wusste nicht, dass du hier sitzt. Ah, und da hat er jetzt schon. Oh. Okay. Oh, hat er dich auch schon? Scheiße. Ja, war unglücklich. Und ich finde hier gerade keinen Generator. Das ist. Der ist halt echt fies, dieser Geist, ne? Wenn du den richtig spielen kannst. Fuck! Ich habe einen Generator gefunden, allerdings ist der direkt neben dem Haken, was mir nicht so ganz. Ach, shit. Mach ruhig, der scheint immer noch bei mir in der Nähe zu sein. Der hängt hier ganz hinten rum noch. Ja, ich habe gerade bloß beim Generator verkackt. Und der ist jetzt ja, hier. Ja, ich auch. Er klingelt. So, jetzt geht er wieder in die Richtung der Mitte der Map. Die Map ist auch irgendwie. Wenn du eventuell. Oh, scheiße. Er hat sich erledigt. Oh, der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Aber unsichtbar. Wieso, was wolltest du denn? Ja, weil du ja weißt, wo wir gerade waren, den Weg wieder zurückfinden und mich heilen. So. Aber ja, dann habe ich leider den Generator verkackt, aber er scheint sich gerade nicht die Mühe zu machen. Oh, doch, da kommt. Doch, der kommt zu dir. Ja, er ist unsichtbar, ich sehe es. Den unsichtbar. Ha. Oh, ich glaube, ich werde so drauf gehen. Ach, scheiße. Ich hatte da hinten einen Generator ja, schon ungefähr du, halb fertig. Das ist so unfair, man steigt da drüber und wird trotzdem getroffen, ey. Hast du dich geheilt, Wödern? Ja. Safe Zone geben. Er hatte einen Medikit dabei. Ja, der wird mich jetzt aufhängen. Ja, ich bin direkt am Haken. Das ist uncool. Er steht zumindest hier noch rum. Ist wahrscheinlich wieder genau derselbe Typ wie vorhin. Das kann gut sein, ne? Ja, er steht doch hier um mich herum. Ah, brauchst nicht kommen, der steht immer noch direkt. Er ist okay, unsichtbar, jetzt ist er unsichtbar, er ist unsichtbar. Lauf, wer auch immer mir in der Nähe ist. Wenn er sich in der Unsichtbarkeit nichts machen kann, lauf auf. Der ist zwar direkt bei mir, aber lauf direkt durch. Ich weiß jetzt nicht, wie weit er weggegangen ist. Er ist hinter dir, er ist direkt hinter dir. Okay, er macht dich wieder sichtbar. Lauf. Er wird wohl wieder mich versuchen, ja. Ja, er ist nicht doof, der nimmt jetzt mich. Jetzt kann er mich nämlich direkt umbringen beim zweiten Mal auffängen. Fuck. Mann, ey. Okay. Mann, macht das gerade Spaß. Fuck. Ich hab einen Generator gemacht. Er kommt, der ist direkt bei euch. Ich glaube, er ist aber immer noch hinter mir her. Ich bin direkt hinter euch, ne, er ist direkt bei euch. Bist du jetzt tot gleich? Ne, ich muss aber strugglen, aber er ist direkt bei euch. Er rennt hier aber auch drumherum, der haut mich ab. Shit, ja, dann kann ich's vergessen. Versuche noch ein bisschen Zeit zu gewinnen, damit er länger bei mir bleibt. Aber der wird jetzt einen nach dem anderen versuchen, also macht alles andere. Ja, ein Generator habe ich. Nee, zwei. Nicht kommen, Wödern. Es lohnt nicht. Der hängt, der rennt hier immer ganz nah um die Ecke. Der will mich jetzt tot sehen. Okay. Er will mich jetzt tot sehen. Hier ist einer an, ein Generator. Ah, Erdschlag ist zwar mittelmäßig. Nee, der ist direkt bei mir. Der will mich tot sehen. Nee, Wödern, lohnt nicht. Mach alles andere, aber mich brauchst du nicht rennen. So, jetzt macht er sich schon wieder unsichtbar und wird jetzt auf die Suche gehen. So, das war's dann schon mal für mich. Fuck! Ich finde hier nur Generatoren, die schon gemacht wurden. Ja, du musst so ein bisschen, auf diese Laternen. Ach shit, jetzt hab ich. Zuschauen. So, dann haben wir den Olli. Ich hatte einen gefunden, aber der war natürlich genau neben dem Killer. Ja, bist auch hart verfolgt. Ihr seid direkt nebeneinander, ne? Das heißt, wenn er euch gleich findet, findet er zwei. Er geht jetzt im Bus. Oh, er sieht nicht Baron, jetzt sieht er gleich den Olli, glaube ich, ja. So, der Baron hat jetzt ordentlich Zeit. Ja, ich lass mich jetzt einfach mal verfolgen von ihm.
Ja, ich würde an das auch hinkommen. Ich bin am Mich Generator. Hat er auf jeden Fall verloren. Geh mehr links, geh nach links, Olli, nach links bitte, weil sonst ja. Bist du direkt zum, ja. Zum Bödern. Oh, pass auf, Herr Kreuz, geh nicht nach links, geh nicht nach links. Er ist direkt hinter dir. Pass auf, Bödern, er kommt zu euch. Oder wer da ist. Ah, ne, es war der. Ich bin am Generator. Baron. Auf jeden Fall. Also, Baron, du hast definitiv ganz viel Zeit für dich. Der ist hinter mir her wieder. Scheiße, jetzt hat er mich. Ich bin mal kurz im Schrank. Ja. Boah, geil, Alter. Du stehst halt genau hinter mir, ey. Ich werde den Olli mal mit beobachten, ob die Luft rein ist dann oder auch immer. Ja. Der bleibt halt jetzt auch hier bei Verdammt. Dir, ne? Aber wie schnell der auch immer hakt. Ne, er bleibt da einfach drin im Schrank. Alles gut. Ja, bleib ja, im Schrank. Ich bin aus dem Schrank schon wieder raus. Oh, jetzt hat ja. Der kommt zu dir, der ja. Kommt zu dir. Hättest du lieber rennen sollen. Oh. Oh, oder so, jetzt lauf. Ah, ja, fuck. Direkt aber lauf Schön. Einfach. Er hängt ihn jetzt auf rette ihn. Ich versuche jetzt so schnell mit ihm. Ja, genau. Mach noch den Generator einfach. Ja. Scheiße, ey. Oh, shit. Ja, ich kann noch ein bisschen strugglen. Ja, Olli kauft damit einfach Zeit. Renn einfach direkt quer geradeaus im Grunde. Jetzt, du, mehr nach rechts, mehr nach rechts. Dann kommst du nämlich zum Wöder. Der ist die ganze Zeit bei mir, also. Alles klar. Genau. Ja, ich sag, ihr seht ja, wenn ich sterb, dann sofort. Ein bisschen da, der Generator, ich weiß nicht, ob der lohnt, ich weiß nicht, wie weit der Wödern ist. Aber der Wödern braucht noch ein bisschen. Ja, weil ich eben zweimal verkackt habe, ey. Lauf geradeaus, mehr in die Richtung. Ja. Weil da gibt's dann auch den nächsten Ausgang, wenn Wödern den Generator schafft. Also, Ey, was ist denn los jetzt? Genau, lauf da lang weiter. Jetzt bin ich down. Geh mal zum Ausgang, geh mal zum Ausgang hin. Dann kannst du eventuell schon mal gleich einen Knopf drücken. Der Killer muss jetzt erstmal quer über die Map zurücklaufen. Das heißt, zeitmäßig könnte es klappen. Ja. Ich bin direkt am... Okay, rennt, fail. Weil jetzt wird er wissen, dass ihr da seid. Leider... Ist der Opfer. Hat, glaube ich, ein paar nervöse Finger am Start. Ja, auf jeden Fall richtig doll gerade. Ja, ich verkacke das sonst eigentlich nicht so oft. Ja, ich auch. Jetzt nicht mehr. Der Baron hat jetzt so erstmal Ruhe. Zur Not versucht zu den Generator zurückzugehen, wo er. Ja, ich bin schon unterwegs. Da kannst du dann nämlich alleine. Okay, zumindest. Doch, beim Baron ist er. Bei Baron ist er wohl in der Nähe. Das heißt, du kannst es in Ruhe reparieren. Beim Wödern ist in der Nähe, glaube ich, oder? Ja, ja, schon, beim Wödern. Schön. Ach, schön. Ja, ich bin schon beim Reparieren. Versuch nicht zu verkacken und dann renn du einfach rum. Ja, in der Zeit kann nämlich er, der Baron, die Tür auch noch gleichzeitig aufmachen. Und dann musst du nur durchrennen. So, und du jetzt direkt straight zum Schalter legst. Nein! Den 1 Millimeter. Oh, das wird eng. So, jetzt läuft. Durch, schnell. Wödern, fuck, kommt zu dir. Ja, okay, das war jetzt aber doch weiter aufdrücken müssen. Ja, ich hätte weiter dran bleiben müssen. Ja, jetzt habt ihr die Arschkarte. Ah, jetzt habt ihr echt die Arschkarte. Jetzt hat euch beide. Das ist die Luke, Alter! Luke, aber er muss auch sterben. Ja, gut, dann geh ich drauf. Nee, bleib bei der Luke. Er wird ihn jetzt auffängen. Okay. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass die Luke nicht so am nächsten. Ja. Geh da weg. Krieg dich nur weiter dahinter. Er ist hinter dir her. Der bleibt. Merkt einfach, wo die Luke ist. Sobald er tot ist. Ich bin runter. Okay, gut. Geh mehr nach links und slaps ihn zum. Genau. Der campt jetzt 100 Prozent beim Ausgang, oder? Nicht zum Ausgang gehen würde, sonst läufst du in den Netz direkt in die Arme, der ist direkt da in der Nähe. Ja doch, jetzt kannst du schon zum Ausgang. Geh zur Luke, ich bin gleich tot. Der hängt ihn jetzt einmal auf, dann ist er tot. Oh, das wird gefährlich. Scheiße. Ja, ich wehr mich nicht. Bist du bei der Luke? Doch, werd ich. Oh, jetzt ja, okay, aber Wödern ist safe. Ja. Oh, ah, Alter, geil. Wödern hat es mal wieder geschafft. Ohne Scheiße, ey. Wir ziehen ich den Opfer, durch. Ich opfer meine Freunde. Ja. Geil. Ja. Sehr. Anmodi machen, macht ab, Modi. Ja, gut. Dann mach mal. Dann war es das wieder mit der Folge. Und
schaut einfach beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir wieder auf der Flucht vor irgendwelchen bösen Killern sind. Ja, böse Psychopathen, ey. Also, dann macht's gut. Tschüss. Ciao.